Herzlich willkommen in meiner Küche. Heute probieren wir die Autofunktion für Marmelade bzw. mache ich daraus Pflaumenmus. Dafür benötigen wir 500 Gramm Früchte. Da ich wie gesagt Pflaumenmus mache, ist klar, nehme ich Pflaumen. Ich hatte noch welche in der Truhe von meinen Schwiegereltern aus dem Kleingarten. Leckere Eierpflaumen. Dazu geben wir 250 Gramm Gelierzucker, 2:1. So, und der Rest macht der Kalli im Grunde schon von ganz alleine. Deckel drauf, zumachen, die Autotaste zweimal drücken. Dann kommen wir zu Jam für Marmelade und einfach nur noch auf Start. Nach 3 Minuten Laufzeit fängt er gleich an zu piepen. Und jetzt müssen wir nur einmal wieder auf Start drücken. Und schon läuft er mit Hitze weiter. Das Pflaumenmus ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch umfüllen. Am besten darf er den Deckel abnehmen. Und in vorher heiß ausgespülte Gläser füllen. Nach Geschmack kann man auch noch einen Teelöffel Zimt hinzufügen, um das Ganze ein bisschen zu verfeinern. Dann einfach den Deckel drauf geben und stehen lassen. Es kann jetzt sein, dass der Behälter von innen kleine Brandflecken hat. Ich habe mir dafür reine Soda gekauft. Ich halte es mal ins Bild. Und davon gebe ich 2 Esslöffel in den Behälter und gieße den mit Wasser auf und lasse ihn über Nacht stehen. Dann kann man das wunderbar rauswaschen.